Ja, servus Leute, Kaiser Katana hier wieder. Wir sind jetzt in Mission Maya-Tempel, genau. Wir kriegen ein paar unbeförderte, einsame Männer, beförderte Seals. Eigentlich nur gut gegen Fußsoldaten mit ihrem supergeilen Maschinengewehr. Gegen Panzer unnötig, machen sie null Schaden. Gebäude können sie hochsprengen. Das kriegen wir jetzt alles toll erklärt. Oh. Es ist was? Ich hab Hunger. Hurra! Hure! Also uninteressant am Anfang der Mission. Das Ziel ist hier irgendwas da hier drin, da halt, ne? Ja, das ist schon fett. Da haben wir ja nur Chancen von hier aus. Hallo? Herzlichen Glückwunsch, wir haben die Männer getötet. Wir fühlen uns jetzt definitiv innerlich besser. Das ist wie eine innerliche Befriedigung, ja. Dazu müssten wir mal einen Counter-Strike-Spieler interviewen. Wie der sich dabei immer dann fühlt. Aber nun gut. Köter. Kleffer immer böse. Ja, nied mal den um. Ja klar, den hast du jetzt hier mit Sniper. Mhm. Aber vorhin dann anvisieren können. Ey, Realismus ist wieder pur in dem Spiel. Ja, einfach. Ganz blind habe ich die mal da runtergeschickt und die machen einfach mal gar nichts, die ganzen Leute. Jo, der hat von einer allein gekriegt. Glücklich läuft die Mission für die Russen gerade nicht. Eingetroffen ist wieder super. Eintreffende Nachricht. Ja, Sir, schnell und leicht. Commander, das SEALS-Team hat eine Gruppe örtlicher Freiheitskämpfer befreit. Ja. Sie waren so nett, uns den Standort. Örtliche GI-Freiheitskämpfer, alles klar. Wir haben sie verlangt, auf unserer Seite kämpfen zu dürfen. Verlangt, ihr habt sie bedroht, würde ich behaupten. So. Was kommt da angefahren? Oh oh. Nieten weg! Super. Jetzt müssen wir aber vorsichtig sein hier. Also wie gesagt, die Mission ist echt beschissen. Wir müssen irgendwie so Maya-Tempels erobern, glaube ich, oder vernichten. Keine Ahnung. Bleiben hier unten mal mit den Ziels. Da schwangere Frau wieder töten. So lala. Gegend geklärt hier. Ja klar, Arschloch hier. Haben wir alle? So. Wow. Haarscharf. Ups. Ja. Hurra, genau. Hurra. So. Die zwei Panzer nutzen wir später, um seine Sammler zu vernichten, die uns dann wahrscheinlich tierisch auf den Keks gehen. Ist noch mal was? Ja. So, komm, haben wir einen rausgefunden? Warte mal. Der Gleiche. Ja. Guck mal, ein Konkerspiel ist lebensgefährlich. Ja, auf alle Fälle. Pechgebäude, ja. Ja, ein Bad gefällig. Was wollen Sie? Das ist ein Schoko-Nikolaus, der mich gerade halb umbringt. Jetzt aber. Ich krieg hier schon eine Cola hingestellt. Optimal. Oh Gott. Gut, Zeit habe ich noch, kriege ich auch hier von der Regie gesagt. Gut, dann können wir noch weitermachen. Aber das hätte ich jetzt zu gern kommentiert.
Muss ich ja trinken. Die waren ja wieder so hohl. Aber der hätte mit meinem Glück hätte er das Teil jetzt wahrscheinlich noch gekriegt, hätte ich nicht aufgepasst. Und ich hätte dann hier später die Scheiße dann. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich baue mal da so Panzer. Jetzt geht's mir auf alle Fälle besser. Hurra, hurra. Ja, super, die Tonnen hinten dran zu stellen. Bringt mir natürlich sehr viel. Ja, ich werde auch mal wieder ein paar Grüße los, weil in der Mission kann ich eh nicht wirklich viel sagen. Ihr müsst unbedingt mal wieder hier beim Zockerslaxi reinpetzen. Der ist bei Manger's Mask gerade in seinen letzten Videos richtig toll unterwegs. Hat auch sehr viel Zeit für seine Videos mitgebracht. Auch spieltechnisch von der Zeit. Der würde es nie knapp machen. Ja, okay, er hört schon die Ironie raus. Dann unbedingt mal beim Wishes Gamer reinhauen. Der spielt nämlich Zelda auch, aber der spielt es halt so lustig, dass es halt schon wieder gut ist. Ja, aber könnt durch die Lücke schießen. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Fässer getroffen. Ja. Oh, fick dich. Es ist nicht wahr. Also, warum hat der nur noch ein Viertel Energie? Bring den mal um. Wo kamen die jetzt her? Ein Sammler. Ja, toll. Freut er sich, habe ich einen zweiten Eingang für die Basis gemacht. Oh, jetzt muss ich aber langsam laufen. Hier sind irgendwo Tesla. Ah. Herzlichen Glückwunsch, er hat keinen Saft mehr. Aha. So, Dalle. Oh, hat der Flaglaster keine Chance? Ja, würdet ihr denn bitte? Sag mal, die würden mir das Ding jetzt noch eiskalt... Wie viel stehen da? Wollen wir es mal testen? Ah ja, Glück gehabt. Wie ihr ja wisst, wie wenn ihr auch gut bei mir aufgepasst habt, was ihr ja 100% gemacht habt, weil ich kenne euch. Wisst ihr, dass dann... Baut er da Panzer? Schlecht. Ja. Ah, halt! Die kriegt schon auch da irgendwo raus. Ah ja, so. Waren die nicht dann auf meiner Seite irgendwie? Was? Herzlichen Glückwunsch, wir haben ein bisschen Kabums gemacht hier. Was ich will so viel. Ja, ich bin gerade etwas still, weil keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin gerade irgendwie geschockt von dieser Mission. Und fühle mich irgendwie auch etwas beobachtet heute. Keine Ahnung, woran das liegt. Was? Ich hab... Ah, da hat jemand draufgeschossen. Wenn die jetzt sterben, war's das. Oh, über die Prisma-Spule dann noch hier. Ne, Tesla-Spule, so rum. So, den brauche ich. La. Ey, der baut hier eiskalt noch Einheiten. Drecksack, Alter. Oh, oh. Ja, jetzt sind sie abgelenkt. Naja, abgelenkt sehe ich anders. Okay, scheiße. Ja, den muss ich ja noch verlieren, ja klar. Na, geil. Jawohl. Das macht man Seal allein, aus dem baue ich hier gerade drei Tesla-Trooper. Aber allerhöchste Eisenbahn eben. Oh, sowas Dummes aber auch. Nein, gegen den da ist natürlich kein Kraut gewachsen. Doch ein paar. Wow, was geht denn hier? Ah, ich brauche so ein Prisma-Ding. Oh! Sag mal! Leck mich, Alter. Nein, ich habe keine Saftwerke. Nein!
Der klaut mir den noch. Das ist Millimeterarbeit, komm schon. Ja. Ja, ich hab's. Herzlichen Glühstrumpf. Ich mache aber hier jetzt direkt mal einen Schnitt, weil das ist gerade so toll. Wir sehen uns dann gleich wieder.